Die USA und Großbritannien haben weitere Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine zugesagt. Die Außenminister äußerten sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew. Wir arbeiten weiter daran, dass die Ukraine das hat, was sie braucht, um sich wirksam zu verteidigen. Die Außenminister der USA und Großbritanniens waren mit dem Zug aus Polen nach Kiew gereist. Beide Länder gehören zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Die Staaten sehen sich mit zunehmenden Forderungen aus Kiew konfrontiert, vom Westen gelieferte Waffen auch für Angriffe auf Ziele auf russischem Staatsgebiet nutzen zu können. Die USA und Großbritannien wollen dies in den kommenden Tagen besprechen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bedankte sich für die jüngsten Gespräche in Kiew. Ein Sieg der Ukraine im russischen Angriffskrieg hänge vor allem von der Unterstützung der USA ab, sagte er.